Hallo, meine lieben Aktienfreunde, ich rette euch an diesem regnerischen Novembertag mit einem neuen Video. Dividendenaktien mit Rabatt. Ich werde euch drei interessante Aktien zeigen, die ich mir rausgesucht habe, deren Dividendenrendite momentan überdurchschnittlich hoch ist. Es handelt sich hier auch um Qualitätsaktien, weil es geht ja weiterhin ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich gebe keine Kaufempfehlung ab und jetzt geht's los. Die erste Aktie ist Public Storage. Public Storage ist der größte Container-REIT der Welt, mal also für Selbstlagerung. Und interessant deshalb, weil die Dividendenrendite jetzt bei 4,3% angekommen ist. 4,3% sind hier. Und lassen wir mal die Sonderdividende außer Acht. Ist das mehr, als wir seit der Finanzkrise vor 14 Jahren bekommen haben. Also die Dividendenrendite ist außerordentlich hoch, liegt auch deutlich über dem 5-Jahres-Korridor. Die Sonderdividende hier hat ihren Grund in einer Sonderausschüttung aufgrund eines steuerlichen Gewinns im Zusammenhang mit dem Erwerb eines anderen REITs namens PS Business Parks. Das ist also eine einmalige Sache, so wie man von der Sonderdividende auch annehmen kann. Wenn wir in den Qualitätscheck gehen, dann sehen wir hier erstmal die Sonderdividende, aber wir sehen ja auch langfristig schön, wie die Funds from Operations steigen. Wir sehen ja auch einen Boost im Jahr Geschäftsjahr 2021, 2022. Da ist es sehr gut gelaufen, unter anderem auch, weil ja, wir einen Boom hatten bei der Einlagerung. Viele Amerikaner sind umgezogen von der Stadt tatsächlich aufs Land und beim Umziehen wird immer was eingelagert. Im Rahmen von Corona sind nämlich die Zentren etwas weniger attraktiv geworden. Von daher die Migrationsbewegung ist jetzt allerdings vorbei, genauso wie auch die Sonderschecks. Und jetzt kriegen wir eine Stagnation, komme ich dann auch noch drauf. Man sieht hier schön bei der Kursentwicklung in unserem neuen Renditechart, dass lange Zeit oder das während der 2 Jahre, wo es nach oben ging, hier wir eine gute Performance hatten. Könnt ihr es hier sehen? Und da hatten wir eine jährliche Performance 2 Jahre lang von über 50% und jetzt dann entsprechender Absturz. Die Aktie war schon bei über 420, 419 US-Dollar und jetzt ist sie runtergekommen auf 253 US-Dollar. Von daher auch die sehr hohe Dividendenrendite momentan. Was muss man noch sagen? Ich denke, dass wichtig ist zu sehen, dass die Quartalszahlen nicht schlecht ausgefallen sind. Der FFO hat die Analystenschätzungen um 3,4% übertroffen. Analystenzahlen gab es jetzt ganz neu in der letzten Woche, sind auch schon eingearbeitet hier im Aktienfinder. Der FFO lag im Rahmen der Erwartungen. Ihr wisst ja, REITs misst man nicht den Erfolg anhand des Gewinns, des bilanzierten Gewinns, sondern anhand des Funds from Operations FFO, das Adjusted Funds from Operations ist AFFO. Und die Belegungsrate lag übrigens auch besser als geschätzt mit 93,4%. Im Geschätzt waren es 92,5%. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, dass die Belegungsraten in der Vergangenheit noch höher waren. Die lag zum Beispiel hier in den Boomzeiten 2021, anstatt bei den aktuellen 93,4% bei 96,3%. Und das zeigt schon hier, dass der Leerstand etwas nach oben geht. Und wir haben ja die Übernahme von Simply Self Storage, die jetzt auch komplett neu ist, für 2,2 Milliarden. Da hat sich dann Public Storage schon mal ein bisschen verschuldet. Sieht man auch hier wunderbar, wenn man das alles rausmacht. Sieht man hier, dass die Schulden noch mal ein bisschen hochgegangen sind. Das sind 2 Milliarden zinstragende Schulden. Neue Aktien wurden keine ausgegeben. Wahnsinn, was man alles im Aktienfinder sieht. Und deshalb soll die Belegungsrate noch ein bisschen sinken fürs Erste. Nichtsdestotrotz, ich halte die Dividenden für sicher. Sieht man hier auch wunderbar. Also anhand, müsste man auch anhand des freien Cashflows sehen, genau der in der Nähe vom FFO ist und auch vom AFFO. So viel dazu. Und wir haben aber generell jetzt eine schwere Zeit momentan für Container-REITs, was man ja relativ unschwer erkennen kann. Hier ist Year-to-Date eingeblendet anhand der Performance jetzt, der letzte Monat, das letzte Jahr. So, anhand der Performance hier.
Und woran liegt das? Ich habe es so ein bisschen angedeutet. Wir haben zum einen Überkapazitäten, die aufgebaut worden sind im Containerbereich hier. Und zum anderen haben wir jetzt eine schwächere Nachfrage. Und das Ganze drückt sich so aus, letzter Quartalsbericht hier. Und hier haben wir unten das, was rausging. Das sind die Kündigungen und das sind die neuen Verträge. Und man muss ja jetzt wissen, normalerweise bei REITs sind die Mietverträge langfristig, aber hier kann man oft Monat zu Monat kündigen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Fluktuation. Das heißt, es ist also ein eher zyklischer REIT hier. Und wir haben das hier in den letzten 9 Monaten gekündigte Quadratmeterpreise von 84.000, also so viel Fläche wurde gekündigt. Wir haben auch 84.000 wieder gekriegt, das heißt, das ist erstmal alles okay, aber das Problem sind hier die Quadratmeterpreise, die sind nämlich gefallen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken? Ja, genau. Also die nicht im Vergleich zum Vorjahresquartal, sondern diejenigen, die rausgegangen sind, hatten eine durchschnittliche Mietpreis bezahlt auf einen Quadratmeter von 21, 40 Dollar, die gekommen sind, nur von 16, 21. Und das ist ein Problem. Das heißt, das drückt auf die Margen. Das heißt, man muss Preisnachlässe geben, ganz offensichtlich, um den Leerstand nicht zu groß werden zu lassen. Und wir sind hier also momentan bei einem, ja, im Abschwung sozusagen, im zyklischen Bereich von diesem REIT. Und das bildet der Aktienkurs auch irgendwo ab auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte das jetzt dann auch schon ein schönes Investment sein, antizyklisch in eine hochkarätige Aktie. Wenn man mal guckt, was man hier für eine Performance eingefahren hat, waren es jetzt 13%, wenn ich auf den letzten Tag mache, hier geht natürlich auch, seit dem Jahr 2000, also in den letzten 23 Jahren quasi, von jährlicher Rendite von 12,5%. Das zeigt nochmal, was wir hier eine gute, solide Aktie haben. Wenn wir jetzt da mal schauen, in die faire Bewertung reingehen, dann nehmen wir den Adjusted Funds for Operations, das spielt eigentlich keine Rolle. Oder nehmen wir den Adjusted Funds for Operations und legen dann den fairen Wert entsprechend drüber und zoomen dann ein bisschen rein. Dann sehen wir, dass wir momentan hier eine Bewertung haben von 17,6 und im Schnitt waren es 22,7. Sollte man auch hier sehen, dass es momentan wirklich günstig geworden ist, der REIT, weil der Schnitt war hier bei der gestrichelten Linie. Und man muss schon zur Finanzkrise gehen, damit es mal wirklich deutlich billiger war. Ich würde jetzt auch gar nichts groß hier korrigieren, sondern einfach mal schauen, was für eine Renditeerwartung da dann zustande käme. Und die wäre schon lecker von 18,1% auf, also jährlich und hier auf die Schätzung vom Ende 2021. Der faire Wert wäre dann hier bei 390 US-Dollar und der Warschlag schon bei 400, über 400 US-Dollar im Jahr 2022 vor ungefähr 1,5 Jahren. Ich würde natürlich jetzt nicht damit rechnen, dass ich unbedingt hier eine 18-prozentige Rendite jetzt auf die Schnelle mache, weil man weiß ja nicht, wie lange die Schwächephase andauert. Der REIT könnte auch noch weiter etwas zurückgehen, falls sich die ja, Schwächephase verlängern sollte oder intensivieren sollte bezüglich der Konjunktur etc. Aber allein schon, wenn man hier dann etwas tiefer stapelt und einen fairen Wert nicht annimmt bei 390 Dollar, sondern lassen wir es mal relativ bescheiden 306 US-Dollar sein, hat man immer noch eine zweistellige gesamte Renditeerwartung aufs Jahr von 10,3%. Und das könnte natürlich schon gut sein. Man kann natürlich auch sein Kauflimit setzen, wenn man möchte, und hier ein bisschen tiefer stapeln und dann das entsprechende Kauflimit hier eintragen. So, das war die Aktie Nummer 1, die ich ganz interessant finde. Die Aktie Nummer 2 hat das Symbol GIS und nennt sich General Mills. Hier sind sie. Dividendenrendite liegt bei 3,44%. Und damit deutlich höher, als sie vor kurzem noch lag. Da lag es nämlich bei 2,5%, also es gibt ungefähr 1% mehr. Lag schon mal noch höher in 2018. Ich kann mich auch daran erinnern. Sieht man auch schön, wenn man hier den Performance-Chart wieder einblendet. Hier auf die letzten 5 Jahre, machen wir das Ganze mal logarithmisch. Hier ist es 2018, da gab es ein Tief, da hieß es, ja, General Mills, ihre Produkte sind ein bisschen außer Zeit gefallen. Was machen die? Die haben Joghurts, Müsli, Snacks und seit einigen Jahren bieten sie auch Tierfutter an. Ja, und da waren sie auch in der Finanzcommunity aus der Gnade gefallen und dann haben die hier wunderbar performt aufs Jahr eine jährliche Rendite von
26%. Und jetzt haben wir wieder die Korrektur vom Höchstkurs 90 US-Dollar auf derzeit knapp 66 US-Dollar. Deshalb ist auch die Rendite wieder stark gestiegen. Ihr seht auch hier nochmal schön die Segmente, in denen sie unterwegs sind. Und dann haben wir hier den Qualitätscheck und der zeigt nochmal recht eindrucksvoll, dass wir es hier mit einem qualitativ hochwertigen Dividendenzahler zu tun haben. Gegenwind kommt woher? Auch hier haben wir ähnlich wie bei Public Storage Probleme mit dem Konsum. Das heißt, der Geldbeutel ist jetzt etwas enger oder vielleicht sollte man sagen, der Gürtel wird etwas enger geschnallt, um hier im Bild zu bleiben bei Nahrungsmitteln. Und das Management merkt dies durch Ausweichen auf günstigere Marken. Das ist also zum einen margenschwächere Marken oder Marken von der Konkurrenz, die einfach günstiger sind. White Labeling etc. Auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, essen in schweren Zeiten mehr Menschen zu Hause anstatt in Restaurants, was wieder für General Mills sprechen sollte. Allgemein eher ja ein defensiver Wert, der ja auch in schwächeren Zeiten gut performt oder ausreichend performt. Aber hier mal halt das Problem, dass er seit 2018 sehr gut performt hat und jetzt kommen wir quasi in eine Korrektur rein. Ich würde schon sagen, damit kann man ja auch, eine andere Geschichte noch, die Tierfuttersparte, richtig, die entwickelt sich sehr schwach bzw. schwächer als der Rest. Diese Tierfuttersparte ist das hier, Pet, dieses dunkelblaue und hat damit zu tun angeblich, dass immer mehr Menschen wieder im Büro arbeiten sollen. Okay, im Vergleich zu Corona. Und das nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Ich denke jetzt aber nicht, dass das jetzt was ist, dass diese Sparte an sich jetzt ein Verlustbringer wäre. Oder dass, ja, natürlich ist es kein Verlustbringer. Gucken wir uns das einfach mal ganz kurz ein bisschen genauer an. Dann sehen wir das hier. Also hier gibt es seit 2019 operative Margen hier von 18% plus je nach Jahr. Man sieht, dass man hier auch Wachstum hat. Zugekauftes Wachstum übrigens. Zweimal wurden Zukäufe gestemmt, um diese Tiersparte ins Leben zu rufen. Da will ich nicht so arg ins Detail gehen. Man sieht hier auch einen relativ hohen Goodwill in der Bilanz durch Zukäufe. Das ist aber nichts Neues bei General Mills. Was man vielleicht dann auch, wenn man schon in der Bilanz sehen kann, das ist, dass die Schulden nichtsdestotrotz in den letzten Jahren immer weiter abgebaut worden sind und die Schuldenquote jetzt auf 30,5% gesunken ist und die war vorher schon bei 41%. Und da sieht man nochmal die stabilen freien Cashflows hier. Dividende, Ausschüttung von 1,3 Milliarden auf die letzten vier Quartale und freier Cashflow etwas über 2 Milliarden. Also die Dividende ist schön gedeckt. Dividendensteigerung etc. pp. Kann man auch hier sehen aufs Jahr von mittlerer einstelliger Bereich ungefähr. Jetzt kommt die Bewertung und die machen wir anhand des fairen Werts fest, legen hier den Bereich, fairen Wertbereich Gewinn drüber und sehen, dass nach der Korrektur die Aktie in die Unterbewertung gerutscht ist. Dann können wir hier mal schauen, was wir eine Renditeerwartung haben und 14,1% aufs jährliche Renditeerwartung für einen eigentlich Slow Grower, also mittleres einstelliges Gewinnwachstum, kann man da erwarten, 4, 5, 6%, irgend sowas in die Richtung. Ist schon ziemlich gut, das heißt, es gibt einen Renditeboost, wenn der faire Wert wieder erreicht werden sollte. Der liegt jetzt hier bei 86 Dollar und für General Mills hat ja schon 90 Dollar gekostet im Jahr 2026. Das wäre die Aktie Nummer 2. Dann habe ich noch eine Aktie im Programm und die kennt sicherlich jeder. Die wäre Johnson & Johnson. Auch Johnson & Johnson bietet uns momentan eine Dividendenrendite mit 3,1%, die deutlich über dem liegt, was wir in der Vergangenheit bekommen haben. Da war die Dividendenrendite teilweise lediglich bei sogar bei unter 2,5% und jetzt 3% plus Dividendensteigerungen inklusive. Hier ist das Dividendenwachstum ebenfalls im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, das langfristige Dividendenwachstum. Wenn wir hier in den Qualitätscheck gehen, können wir uns auch nochmal von der Qualität der Aktie überzeugen. Und wichtig ist da vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, wir haben hier noch im letzten Geschäftsjahr drei Quartale gehabt.
nämlich das Pharmaceutical, Medical Devices und Consumer, diesen Geschäftsbereich, dieser Consumer-Geschäftsbereich, der hier, wo wir ja im Prinzip kein Wachstum mehr haben, die letzten Jahre oder gehabt haben, der ist ja in ein neues Unternehmen namens Kenvue ausgespalten worden. Da konnten sich Aktionäre von Johnson & Johnson dann Kenvue-Aktien ins Depot legen lassen, einen Tausch. Und hier seht ihr dann die entsprechenden Umsätze wieder, 14,95 Milliarden von Kenvue, dann nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Untersegmente. Und das sind genau die 14,95 Milliarden von hier bei Johnson & Johnson aus dem Consumer-Bereich. Und die Aktie hat bisher den Aktionären, glaube ich, kein Glück gebracht, wenn man hier mal sich anschaut, year to date. Das ist der erste Börsenkurs von der Notierung, war es bei 27 US-Dollar. Momentan kostet die Aktie unter 20 US-Dollar, 1937. Das heißt, momentan war es kein gutes Geschäft. Bin ich ganz froh, dass ich den Tausch nicht gemacht habe, auch nicht im Starterdepot. Wir haben Johnson & Johnson auch im Starterdepot. Aber auch Johnson & Johnson ist jetzt auch year to date mal nicht so sonderlich gut gelaufen. Auch da seht ihr hier entsprechend Kursverluste, hier minus 15,5%. Diese Dollarbeträge, die holen, machen wir weg, die irritieren wahrscheinlich. So sieht das Ganze dann aus. 1000 Dollar, da haben wir hier kleinere Zahlen drin. Hatte vorhin noch eine koreanische Aktie mir angeschaut und ein bisschen mit rumgespielt, da wollte ich mal auf große Beträge gehen. So, gut. Gehen wir mal gucken wir mal, was bei Johnson & Johnson noch so passiert ist in der letzten Zeit. Und zwar waren die Quartalszahlen, sind die nicht schlecht ausgefallen. Deshalb sicherlich auch hier die Kurssteigerung von 145 auf 151 US-Dollar in den letzten Tagen. Aber trotzdem ist die Aktie noch vermutlich relativ günstig, wenn wir gleich sehen. Man hat die Umsatzschätzung und die Gewinnschätzungen leicht konkretisiert und in diesem Zusammenhang auch angehoben, gerade in der im Pharmabereich. Da verkaufen sich einige Medikamente besser, als man es erwartet hat. Muss allerdings natürlich sagen, die Gefahr hoher Schadenersatzforderungen besteht nach wie vor wegen diesem asbestverseuchten Babypulver. Und Johnson & Johnson nimmt jetzt den dritten Anlauf, die drohenden Schadenersatzzahlungen, 51.000 Klagen ungefähr sind anhängig in den USA, abzuwälzen in so eine, ja, in so einen Treuhandfonds oder man könnte auch sagen in eine Pleitetochter, wo 8,9 Milliarden, wenn ich es richtig weiß, ausgelagert werden sollen. Das soll der Topf sein, aus dem sich die Gläubiger oder diejenigen, denen der Schadenersatz zusteht, bedienen sollen. Ob das jetzt beim dritten Anlauf klappt, alle guten Dinge sind drei. Man hat in der Presse so, in der Finanzpresse so seine Zweifel. Nichtsdestotrotz, ein gutes Investment und durch die Abspaltung noch konzentrierter auf den medizinischen und auf den Pharmabereich. Die Margen sollen steigen, die Umsätze sollen fallen. Solche Erfolgsmuster haben wir auch anderweitig bei Coca-Cola oder bei McDonald's. Ist gut, wenn man sich da fokussiert aufs Kerngeschäft. Schade oder belastend natürlich diese Rechtsstreitigkeiten, aber nicht so schlimm wie jetzt beispielsweise bei 3M. Und jetzt gehen wir mal in den fairen Wert rein und nehmen hier den bereinigten Gewinn ebenfalls für die Bewertung und gucken mal, wie es da aussieht. Und dann sehen wir, dass wir doch tatsächlich auch hier in der Unterbewertung sind. Ich würde das KGV hier noch leicht nach unten korrigieren, weil die Wachstumsraten etwas rückläufig sein sollen. Ungefähr dann auch, habe ich mir auch mal geschaut, wie es in der Historie war, da haben wir die Jahre 2008 bis 2013, die relativ ähnlich sind und die dann auch ein KGV hatten, das relativ niedrig war beim bereinigten Gewinn, der teilweise noch niedriger war. Und ich könnte mir deshalb auch schon vorstellen, dass das auch noch ein bisschen, dass wir da ein bisschen defensiver mal rangehen sollten. Wir haben ja noch die Schadenersatzforderungen. Und dann gucken wir mal, was wir da für eine Renditeerwartung haben. Und die lege dann bis 2026 bei 7,2%. Ist also keine wahnsinnige Outperformance hier auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man halt einen soliden Dividendenzahler im Depot und kommt damit immer noch auf eine relativ annehmbare Rendite. Hier war ja auch der Fall, dass man hier dann durchaus noch anhand der Hilfskurse beispielsweise sich Kaufkurse, Kauflimits setzen kann, falls die Aktie noch mehr zurückgehen sollte. Aber ihr seht hier schon, alleine hier auch in der
Performance, hier Year to Date oder ein Jahr. Wir sind bereits nahe am Einjahrestief angekommen und noch tiefer hat die Aktie lediglich in den Jahren 2020 und dann während des Corona-Crashs gekostet. Qualität hat eben seinen Preis. Gut, meine lieben Aktienfreunde, das waren die drei Aktien, die ich euch vorstellen wollte. Wenn ihr noch mehr Dividendenaktien mit Rabatt haben möchtet, wir haben ein monatliches Format hier, Dividendenaktien mit Rabatt. Da ist der Oktober der letzte Monat, dann kommt aber wahrscheinlich auch der November. Da wird es dann das Ganze nochmal im geschriebenen Format mit anderen Aktien behandelt, inklusive einer Top-30-Liste von Dividendenaktien mit Rabatt. Seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, das zu lesen und euch da inspirieren zu lassen. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Werdet nicht nass im regnerischen November und bis zum nächsten Mal. Ciao.